Hallo liebe Hanffreunde, endlich kann ich mich heute melden mit Neuigkeiten zur Cannabis-Petition. Wir sind oft gefragt worden beim Hanfverband, was aus der Petition geworden ist, ob sie schon behandelt worden ist, ob noch weitere Unterschriften gesammelt werden können. Das konnte ich bis jetzt leider nicht vernünftig beantworten, weil ich keine Informationen vom Ausschuss bekommen habe. Teilweise hieß es, die Petition wird noch vor der Sommerpause beraten, teilweise hieß es erst nach der Sommerpause. Jetzt haben wir die Sommerpause, die Petition ist noch nicht behandelt worden und endlich kann ich sagen, die nächste Ausschusssitzung ist im September und so lange kann auf jeden Fall noch gesammelt werden. Deshalb möchte ich alle bitten, nochmal bis Ende August möglichst viele Unterschriften zu sammeln, damit das Ergebnis noch besser wird, als es jetzt schon ist. Wir müssen leider damit rechnen, dass die Mehrheit von CDU und FDP die Petition im Ausschuss nicht behandeln wird, dass sie sie vom Tisch fegen werden mit ihrer Mehrheit. Das ist das Schicksal, mit dem wir rechnen müssen. Aber trotzdem ist es gut, weiter Unterschriften zu sammeln, denn CDU und FDP sollen ruhig wissen, wie viele Menschen sie ignorieren, wie viele Befürworter einer Liberalisierung im Cannabisrecht sie ignorieren, wenn sie die Petition nicht behandeln. Außerdem stärkt das die Opposition, wenn viele Unterschriften da sind, insbesondere Linke und Grüne, die für die Petition sind, die die Petition behandeln wollen und sich dafür im Ausschuss einsetzen wollen. Dann ist es gut, wenn die sagen können, hier, da sind in den letzten Monaten nochmal so und so viele tausend Unterschriften dazugekommen, das können wir nicht einfach ignorieren. Außerdem hat die Petition auch unabhängig vom Petitionsausschuss schon einige Auswirkungen im politischen Raum gehabt. Insbesondere deshalb, weil ich allen Bundestagsabgeordneten einen Brief geschrieben habe zur Petition, der auch von Abgeordneten aller Fraktionen beantwortet worden ist, sodass sich schon viele Bundestagsabgeordnete mit dem Thema beschäftigt haben, die nicht im Petitionsausschuss sitzen. Außerdem hat die linke Fraktion eine kleine Anfrage gestellt an die Bundesregierung, die sich direkt auf die Petition bezogen hat. Und es wird wahrscheinlich auch noch einen Antrag im Gesundheitsausschuss zu dem Thema geben, sodass auch da die Diskussion und die Auswirkungen der Petition über den Petitionsausschuss hinausgehen. Bisher sind schon 30.000 Unterschriften ungefähr eingegangen beim Petitionsausschuss. Das heißt, ich erinnere nochmal, bei der Online-Zeichnungsfrist, die ja nur 6 Wochen ging, waren es 21.000 Unterschriften bis Ende Januar. Und seitdem sind nochmal ca. 9.000 Unterschriften zusätzlich auf unseren Papierunterschriftenlisten eingegangen. Ein super Ergebnis. Da können wir noch weiter ansetzen, noch weiter ausbauen, da geht noch mehr. Jetzt im Sommer haben viele Leute ein bisschen mehr Zeit, haben Urlaub, sehen nochmal andere Leute, andere Freunde, Familie, denen sie nochmal die Unterschriftenliste unter die Nase halten können. Und auch das Sammeln auf Festivals ist eine gute Gelegenheit, nochmal viele Unterschriften zusammenzukriegen. Wir hatten ein Team von Freiwilligen, die einen Infostand auf dem Fusion Festival gemacht haben. Die haben alleine 2000 zusätzliche Unterschriften mitgebracht. Ein tolles Ergebnis. Also nehmt euch doch ein paar Unterschriftenlisten mit, wenn ihr nochmal auf ein Festival geht diesen Sommer. Ihr könnt die Listen herunterladen, ausdrucken auf der Seite cannabispetition.de. Und ihr könnt auch beim Hanfverband noch große Aufkleber bestellen. Schluss mit Krimi, Cannabis normal. Macht euch die auf die Jacken vorne und hinten und geht mal 1-2 Stunden mit den Unterschriftenlisten rum. Ihr werdet euch wundern, wie viel positives Feedback ihr bekommt und wie viele nette Gespräche ihr führen werdet. Das macht nebenbei auch richtig Spaß und ist eine sinnvolle Angelegenheit. Die Petition wird wahrscheinlich nur ein Startschuss sein für einen längeren Kampf, den wir noch zu führen haben, bis wir unsere Ziele erreicht haben. Wir können nicht davon ausgehen, dass die Petition alleine uns jetzt zum Ziel führen wird, aber es ist wirklich ein super Startschuss für die kommende Diskussion. So viele Unterschriften, so viele Proteste über die aktuelle Cannabispolitik hat es noch nie gegeben. Und darauf werden wir aufbauen und da werden wir weitermachen an der Stelle. Denkt auch dran, die Unterschriftenlisten abzuschicken rechtzeitig. Ende August ist ein guter Zeitpunkt, die Unterschriften abzuschicken an den Bundestag, wie es auf den Unterschriftenlisten vermerkt ist, oder auch direkt an den Hanfverband und wir leiten es dann weiter. Also nochmal Endspurt bis Ende August und vielen Dank für eure Hilfe.